hier ist Afrotag TV Cybernomads, das Hauptstadt Magazine. Lifestyle, Fashion, Education, Media, Art and Postcolonial Theory. Heute übertragen wir aus dem Mauerpark. Berliner Statistiken weisen eine ständig steigende Zahl von Radikalisierung unter Migrantinnen, Afrodeutschen und People of Color auf. Afrotag TV Cybernomads wollten wissen, wieso das so ist. So folgten wir einem Afrodeutschen auf seinem Weg durch das neokoloniale Berlin. Selbst beim Erlernen des Integrationsvokabulars passierten die unglaublichsten Begegnungen. Das Haus, der Park, die Frau, der Migrant, die Migrantin. Alles klar? Ja. Ja. Hast du vielleicht etwas für mich? Hey, komm. Was ist jetzt denn los? Und auch beim spirituellen Auftanken mit Literatur wird er auf herrschende Klischees zurückgeworfen. Hab ich nicht. Ich hab keine Drogen. Mann. Und so zieht er sich aus dem Park zurück in die urbane Realität der Großstadt Berlin. Und die Texte werden radikal. Was denn? Auf die Frage, was in ihm vorgeht, antwortet er: Es ist immer das Gleiche. Ob weiße Menschen, ob Menschen mit Migrationsvordergrund, Hintergrund, People of Color, alle fragen sie mich, ob ich Drogen habe. So geht das doch nicht mehr weiter. Ich bin ein psychisches Frack. Irgendwas muss sich ändern. Jetzt ist Schluss. Eine neue unbekannte Kraft. Zu dem psychologischen Hintergrund dieser dramatischen Entwicklung haben wir den integrierten Experten Professor Dr. Hashim Anik befragt. Eine Studie der Freien Universität Berlin besagt aktuell, dass eine wachsende Vielzahl der Menschen mit Migrationsvordergrund die Ausgrenzung durch Abdriften in andere extrem kompensieren. Es ist ein unauffällig wachsendes Phänomen in unserer Gesellschaft. Das war Afrotag TV Cybernomads. Wir sendeten heute aus dem Mauerpark in Berlin.